Sel? Ja, was? Entschuldige, dass ich dich so abrupt geweckt habe. Aber ich hab noch was im Kopf. Darf ich mal fragen, warum ich eine Maske anhabe? Oder eher eine Halfte? Und zwar hattest du einen unkontrollierten Machtausbruch und den konnte ich nur mit dieser Maske aufhalten. Was für einen unkontrollierten Ausbruch? Ich erinnere mich an gar nichts. Hä? Was ist das Letzte, was du dich erinnerst? Dass ich letztes Mal mit Turtle und dir eingepennt bin. Ja, und kurz danach hattest du den Ausbruch. Hätte ich nicht noch das Bruchstück der Maske dabei gehabt, ich wüsste nicht, was hiermit passiert wäre. Ja, dann hab ich mal Glück gehabt, würde ich mal sagen. Wir, ja. Ach ja. Ja, und Turtle ist schon auf einer Mission. Na wunderbar. Sag mir nicht mal Bescheid, der Arsch. Ich hab das vom Professor da auch irgendwo mit, so am Rande mitbekommen. Okay. Dass er schon auf einer eigenen Mission ist. Okay. Und du willst jetzt zum Labor? Nein, in die Stadt. In die Stadt meine ich, ja. Ja. Dann, ich flieg dahin. Hast du da nicht eine Warp-Page hin? Stimmt. Was ist denn hier los? Ich wüsste das auch gerne. Dann hol dir deins, was du holen wolltest. Und, warte mal, die Häuser waren vorher nicht da. Welche? Die hier. Hat sich ganz schön erweitert. Ziemlich schnell sogar. Ja, ich hol mal meine Sachen kurz. Warum ist hier so ein blaues Lichtschwert in einem Banner? Ich weiß es nicht. Hast du da vielleicht irgendwas mit zu sagen? Wen meinst du? Dich. Hier wurde mir auch eine Lampe reingestellt. Ich weiß nicht von wem. Wer bist du wirklich? Hab ich doch gesagt. Nein, hast du nicht. Doch, ein Machtnutzer, der sowohl die gute als auch böse Seite danach studiert hat. Sag die Wahrheit. Na gut, das ist eigentlich das Lichtschwert, was ich schon seit Anbeginn habe. Eigentlich bin ich ein Jedi-Meister des höchsten Ranges. Das soll ich dir jetzt glauben? Ernsthaft jetzt? Kannst du dir nicht eine bessere Lüge ausdenken? Jedis lügen nicht, habe ich jedenfalls gehört. Das stimmt. Und überleg mal, wer hat sonst eine machtkontrollierende Maske? Das stimmt allerdings. Soweit mir bekannt ist, haben die Sith das nicht. Dass Sith überhaupt hier existieren, das ist etwas unglaubwürdig, ehrlich gesagt. Also gut, ja, Jedis existieren auch, also, na gut. Ja, und dass hier die Klongruppen sind, das macht mir ehrlich gesagt Sorgen. Die habe ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Seit Jahren? Mhm. Huh. Na gut. Ich guck mal hier mich hier um. Das wollte ich dir auch noch sagen. Seitdem ich in diesem kleinen Dörfchen war, habe ich irgendwie den Drang, hierher zu ziehen. Das ist ein schöner, idyllischer Ort. Auch wenn hier so ein Verschwörungstheoretiker rumhaust. Junge. Ja, die können manchmal etwas suspekt sein. Merkt man. Die können das auch sehr gut einfach. Du gehst um die Ecke, da ist nichts. Du gehst zurück, auf einmal hast du die im Gesicht hängen. Tja. So. Das würde ich mal sagen, das war das Rathaus. Nicht wahr? Ja. Und Türen vor meiner Nase zu machen, kannst du immer noch gut. Ja. Ich liebe das so hart. Bürgermeister. Hallo. Wer ist das? Guten Tag. Norman. Das ist der Bürgermeister hier. Als ich gestern hier war, war noch keiner da. Ja.
Ich würde gerne hierher ziehen. Braucht man da irgendwie so einen Ausweis oder dafür, dass man hier lebt oder so? Ist das so? Dann würde ich den gerne beantragen. Würde das gehen? Ich dachte, du hast einen. Ich bin Mitglied der Gilde, aber ich... Ach so. Wusste nicht, dass man das auch braucht. Ja, das kann ja sein. Ja, das wäre ganz nützlich. Ja, okay, ich bin einverstanden. Desto mehr Bewohner, desto besser. Mein Sekretär macht euch die klar. Ja, ich würde dann aber auch gleich fragen, was die ganzen Soldaten da draußen zu bedeuten haben. Als ich gestern da war, da war noch kein einziger Soldat. Es besteht aktuell ein Krieg bevor gegen die Sith. Die Stormtrooper machen sich bereits bereit für, um den Krieg zu überstehen. Okay. Ja, wenn das so ist, dann danke ich erstmal für den Ausweis. Und ich hoffe, wir arbeiten demnächst irgendwie mal zusammen, keine Ahnung. Tschüssi. Stadtmitgliedsausweis. Okay, dann hat er mir uns... Oh. Am besten nicht wegschmeißen. Könnt ihr den irgendwie gerade nicht ins Inventar nehmen. Kritisch. Ja, ganz kritisch. Ja gut, dann komm mal mit. Ich hatte schon den Drang, die Türen vor deiner Nase wieder zuzumachen. Aber ich hab's dieses Mal gelassen. So? Du lernst schnell, mein junger Padawan. In Sachen Tür... Ein Padawan. Nee, ich jedenfalls nicht. Ich glaub... Nee, hier ist die Küche. Was suchst du? Hier oben war noch ein Zimmer frei. Ja, hier ist noch keiner. Ich guck mich mal ein bisschen hier um jetzt. Dadurch, dass ja neue Häuser da sind, kann ich mich ja auch ein bisschen umgucken, oder nicht? Warte mal, bist du ein Jedi-Meister oder bist du ein Jedi-Ritter? Weil es gibt ja da Unterschiede. Ja, es gibt Unterschiede. Ich habe den höchsten Rang inne. Also bist du Jedi-Meister, also auch gleichzeitig auch ein Jedi-Ratsmitglied. Richtig. Nimmst du mich als dein Schüler an? Bitte? Machst du das? Bitte? Dadurch, dass ich dir die Maske gegeben habe, muss ich das machen. Ja, bitte. Mach das. Stimmt, du hast ja schon ein Lichtschwert. Ja, aber da fehlt die Farbe. Ich brauche eben die, ja? Na gut. Wir wollten umgucken, ne? Was ist denn das hier? Ich denke mal, die haben jetzt so ein bisschen ausgeschildert jetzt hier. Gilde? Willkommen in der Gilde zum Fischkopf. Du sagst immer das Gleiche. Ich bin auch nicht gesprächig. Nö. Das heißt, neue Mitglieder sind wohl möglich, weil... Die sagt das ja nicht mehr, dass es nicht mehr möglich ist. Hm. Okay. Ne, hier wird aber auch nichts... Ich guck mal hier rein. Oh, eine Bibliothek. Interessant. Hier kann man ganz gut Bücher lesen. Romane, Hentais. Ich glaube nicht, dass das hier verfügbar ist. Ja, dann gehe ich wahrscheinlich nie hierher. Spaß. Also ich würde gerne mal wissen... Hä? Klingelklöpfchen. Ich würde gerne mal wissen, ob die auch noch Aufzeichnungen über die Jedis und Sith haben. Oh, was haben wir denn hier? Eine Theke. Würde ich mal sagen. So. Was haben wir hier? Erstmal Hausfriedensbruch begehen. Wo ist denn jetzt mein Schüler hin? Welcher Schüler? Du. Echo. Jüngling. Hier die Jüngling. Immer laufen die Jünglinge weg. Entschuldigung, ich bin ein bisschen zu fadig, Meister. Tut mir leid. Wo seid ihr denn, Meister? Oh, da seid ihr. Aua. Ja. Nicht hauen, bitte. Tut immer so weh. So, ich würde jetzt das weiter... Das ist doch der Sinn dahinter. So. Ein bisschen Züchtigung muss doch auch mal sein. Stimmt allerdings. So. Was ist das für ein Haus hier? Da sind schon einige Eingänge. Das würde ich eher sagen, das ist so eine Art Bar und ein paar Sitzplätze. Und hier oben sind ein paar
Zimmer von Mayakur. Okay. Hallo? Ja, lang nicht mehr gesehen. Komischer hier. Das ist auch nicht mehr das Beste. Merkt man. Ja. Möchtest du was zu essen? Bitteschön, Chicken Nugget. Ja, Katzen mögen Hähnchen. Ich bin vom Auftrag zurück. Sehr gut. Was war nochmal der Auftrag, den ich dir gegeben hatte? Wisst ihr das echt nicht mehr? Nee. Merkt man überhaupt nicht, Meister. Mich noch. Stimmt. Ich hätte dich aber aufgehabt, den Spätrupp loszuschicken und die Klone herzuversetzen. Das ist. Freund? Übrigens... Nee, ja, doch. Irgendwie stimmt das. Wir sind Freund und Meister und Schüler. Und du bist auch sein Schüler? Ja. Also, ihr seid jetzt beide meine Padawan. Damit das. Okay. Und ja. Dein erster, haha. Ich mag ihn jetzt schon nicht. So, was steht jetzt an, Meister? Bestimmt die Machtübungen, was? Erstmal möchte ich wissen, ob der Spätrupp schon irgendwelche Neuigkeiten hat. Weißt du was darüber? Sie sind noch nicht zurück. Ah, okay, gut. Das heißt, wir warten noch auf die Division. Gut. Okay. Kommt mal mit. Nee, warte auf Bier. Oh, Sturmtruppen. Hallo. Ja, die machen Patrouille. Mhm. Und so, das Haus will ich mir jetzt auch nochmal angucken. Da führt ja schließlich ein Weg dahin. So, was haben wir denn hier so Schönes? Das will ich haben. Okay. Gut. So, wer bist du, Dogo? So, Meister, stehen jetzt nicht irgendwie Machtübungen oder sowas zu Tate oder so? Richtig. Hast du eigentlich schon Lichtschwert? Hä? Manchmal bin ich echt los. Stimmt ja, du hast ja schon das Blaue. Ja, und ich habe noch das Weiße. Also Machtwürfel stehen jetzt an, ne? Richtig. Okay. Das machen wir am besten nicht hier, sondern da irgendwie in den Berge. Ich würde dann hier im Wald irgendwo rumchillen. Ja, dann sollten wir wirklich auch in die Richtung gehen. Okay. Ui. Uff. Kriegt schon wieder nichts hin. Wartet. Okay. Wo bist denn du? Meister, warum können sie fliegen? Ist auch eine Art der Macht. Okay. Willst du auch noch lernen. Okay. So, und wie sollen wir das jetzt machen? Irgendwie Blöcke hochheben? Richtig, Blöcke nehmen. Nicht in die Stadt. Richtung Sund. Dann mit der Macht wegstoßen. Okay. Auf achten, nichts dabei zu. Ja. Ja. Nichts gegen zu schmeißen. Das siehst ja, was bei mir ist. Hab ich dir das Macht. Schon gegeben gehabt? Hatte ich dir mal das Macht gegeben gehabt, was er auch schon hat? Genau das. Guck mal, er schafft das. Aber nur sehr schwer. Die Maske blockiert meine Kräfte. Problem ist, wenn ich die jetzt abnehmen würde. Würde ich wieder durchdrehen, ich weiß. Richtig. Ich versuch's mal erstmal mit der Maske. Vielleicht schaffe ich das ja und ich kann dann meine vollen Kräfte dann wieder nutzen. Ich gehe jetzt hin. Okay, Meister. Ja.